Hallo. Und willkommen zurück. Ist doppelt gesetzt da? Kann man ja nicht merken. Okay. Nein, ich bin die so. Kacke. Kacke, ich muss was ändern. Ich muss was ändern. Löschen wir? Ich löschen wir. Das habe ich nicht bedacht. Dieses habe ich leider nicht bedacht. Ist aber nicht schlimm. Zick, zick, zick. Ich will ich noch haben. Das hatte ich nicht bedacht. Weit genug weg. Dann stehen wir erstmal weit genug weg. Jawohl. Hat eine Form an. Das nimmt Form an. So. Diese Sache. Sagen wir, machen das so. So muss noch irgendwie aus, dass es ein bisschen mittiger ist. Müsste ja ungefähr mittig sein, ne? Ja, es passt ungefähr. Na? Also eine Überdachung haben. Genau, hätten wir das. Das passt schon, das ist gut so. Jetzt ist halt die Sache. Lassen wir das so frei schweben? Ja, denke schon. Doch, ich denke schon. Jetzt erstmal das grobe Grundgerüst fertig. Jetzt müssen wir uns halt nur noch überlegen, wie befestigen, also
Wie sitzen wir jetzt hier zurück hier rum? Hier außen, hier sollen ja nur Tische hin. Hier und hier oben. Wie machen wir das? Wie bewerkstelligen wir die Umrandung? Bisschen dolle dick. Doch ein bisschen dolle dick. Wieder mit Zäune? Müssten wir aber wirklich... Oder wir machen das dann, wenn wir es installiert haben. Ich bin ja jetzt im Groben und im Groben bin ich jetzt fertig. Kann man nicht jetzt schon die Tische zuweisen? Platzieren. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Also, wir haben da... Ich hoffe, das funktioniert, dass die einfach sagen, hey, in der Mitte ein, in 20 Tische zuweisen. Dahin. Haben wir schon mal 5. Das wird eng. Oben noch ein paar Tische zuweisen. Wie kriegen wir hier hin, dass es sinnvoll ist? 5, 10, 15. Also müssen wir schon ein bisschen was machen. Ja, sonst wirkt das wieder so vollgestellt. Nicht geil. Ja, da müssen wir halt hier oben ein bisschen. Gehen wir hier schön in die Ecken erstmal. Über dem wir schon mindestens 20 haben. Wir sollen ja einen schönen Überblick bekommen über die Pinguine. Deswegen. So, jetzt haben wir 15 Stück drauf. Jetzt machen wir ein bisschen weiter in die Mitte. Ja, 16. Ah, dann ist halt einer weniger. Das ist nicht das Problem. Das sollte nicht das Problem sein. Ich würde zum Beispiel noch gerne mit Lichterketten hier arbeiten, dass wir hier Lichterkette nach und nach ranzimmern. Licht. Mechanisch haben wir die nicht in... Den habe ich hier. 4 Meter. Tütüm. Nicht irgendwie nur so eine Taste, wo man das einfarbig. Ja,
Jawohl. Oberfläche ausrichten, geht das? Jo. Ja, erstmal kein Strom, aber ist okay. Das funktioniert. Na? Kommen Sie, Monsieur. Bitte passen. Sehr schön. Außen arbeite ich mit anderem Licht, aber es sollte echt passen. Das kopieren wir das erstmal. So, erstmal eine Kopie erstellen. Habe ich nicht. Speichern wir einfach mal das Bauplan. Speichern wir jetzt erstmal einen neuen Bauplan. Resto-Test. Einbau. Zack. Resto. Test. Eigenbau. Müssen vielleicht Bauplan speichern. Gut. Meine Baupläne. Meine eigenen. Hier. 19.000. So ein Schnapper ist das. Standard. Jetzt die Sache, wie zimmern wir das Ding effektiv hier rein? Machen wir jetzt die Insel hier spontan? Zu einer vernünftigen Anlaufstelle. Oder wir setzen das jetzt hier einfach so hin. Ich schon bald sagen, so, wir setzen das hier vorne hin. Dann setzen das hier hin. Also wir machen das wirklich hier hin. Zack. Erstmal unsere kleine Abstellkammer. Das müssen wir auch noch einzäunen hier irgendwie. Ne? Wie wir das jetzt hinkriegen, hat mir ganz viele Ideen, ganz viele Gedanken drüber gemacht. Ich würde aber einfach schon mal bald behaupten, wir gehen bis hier hin. Dann lassen wir das hier auslaufen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Pinguine so ein großer Kletterfreund sind. Gehen das hier unsichtbar lang. Gehen hier wieder hin. Hier und schön runter. Dann schließen wir es hier oben ab. Ah, nee, das funktioniert so nicht ganz. Haha, habe ich nicht ganz bedacht. Hier müssen wir hinten lang. Wir werden hier lang gehen, bis hier ran. Wir werden etwas ausladender werden. Das war hier so rum. Das müssten wir, wenn dann schon so machen. Das würde dann Sinn ergeben. Wir haben ja noch die Pinguine. Wir gucken sie jetzt einfach mal an. Ich glaube, die brauchen gar nicht so hoch. Pinguin. Wir hatten noch hier auch hier. Königspinguin. Tada. Einfach, weil es geht. Gut. Höhe 1,50 Meter. Ja, kriegen wir hin. Grad 2.
Aber ich würde sagen, wir fangen damit in der nächsten Folge an. Und ich verabschiede mich. Diesmal ein bisschen kürzer, aber nächstes Mal dafür ein bisschen länger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.